Guten Morgen, Leute. Es ist 0:57 Uhr. Und wer diese kurze Info gesehen hatte, weiß ja, dass ich heute Abend nochmal weg war. Also, das heißt, es ist jetzt quasi der Tag, an dem das Video auch kommt. Nur für mich halt sehr, sehr früh, weil ich noch weiter aufnehmen wollte. Beziehungsweise jetzt schon mal und dann einfach einschlafen, während das Video rendert und hochlädt. Und das wäre so ganz schön entspannend für mich. Gut. Ich hatte mir auch überlegt, jetzt doch über zu reden. Wow, GG. Merkt man, dass es 0:57 Uhr ist? Ich glaube nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, doch darüber zu reden, wie die Fahrt so genauer an sich war. Und ja. Wenn ich besser im Übergänge machen wäre, könnte man jetzt auch schon anfangen. Okay. Wir sind circa 8 Stunden gefahren, sowohl hin als auch zurück. Und irgendwas vergisst man ja immer. Aber ich hatte eigentlich, ich war mir schon tatsächlich sicher, dass ich nichts mehr vergessen hatte. Aber doch, die Powerbank. Meine Powerbank. Und trotzdem bin ich mit dem Akku immer überall gut hingekommen. Also das hat gepasst. Oh, wir. Genau. Wir sind Bücher machen. Ja, gut. Also, ich bin mit den Akkus immer hingekommen und wir sind auch. Also, auf der Hinfahrt zwar nicht, aber auf der Rückfahrt hatten 90% von uns geschlafen. Einfach wegen dem Vorabend, aber wie unsere Abschlussfahrt oder wie wir sie auch in der WhatsApp-Gruppe Abschussfahrt genannt haben. So war. Dazu komme ich jetzt eh noch näher. Also erstmal, meine Erwartungen an sich waren tatsächlich, also auch wenn ich von Klassenfahrt nicht so viel erwarte, waren meine Erwartungen höher als das, was wir bekommen haben. Denn das, was wir bekommen haben, hat vielen Leuten nicht so gefallen. Ach man, ich bin dumm, was tue ich hier? Ah. Okay. Halt, das machen wir jetzt mal so. Zack. Genau, so geht's am schnellsten. Wieso nicht direkt so? Als wir da angekommen. Hä? Oh nein! So macht man gar keine Bücherregale. Okay, wir brauchen Leder und ich glaube, davon habe ich nicht so wirklich viel. Nein. Na, GG. Als wir dort angekommen sind, schien es erstmal wie so ein typisches Feriendorf. Also jetzt im Nachhinein kann ich eigentlich auch den Namen sagen. Genau, und das müssen wir jetzt dahin tun. Oh wow, das lohnt sich ja richtig hart. Wir waren. Ah ja, erstmal so. Damit ihr diesen Ort niemals besucht. Wir waren im Jugenddorf Witow. Und ihr müsst da nicht hin. Achso, sogar nur drei. Na cool. Ja, meine Mathe-Skills lassen auch nach. Um 1 Uhr. Nur nochmal erwähnt. Da muss man nicht unbedingt hin, vor allen Dingen nicht für 5 Tage 325 Euro, beziehungsweise nochmal 5 für Bus dazu. Frühstück und Abendbrot waren zwar mit drin, aber wenn man sich selber familiär gesehen eine Ferienwohnung holt und dann sich sowas zu essen und dann morgens am Frühstückstisch bei sich in einer Ferienwohnung sitzt, dann ist das Urlaubserlebnis eigentlich doch besser, als wenn man in diesem Jugenddorf ist. Denn Ankunft hörte sich erstmal alles ganz okay an. Ah ja, genau. Wer seinen Zimmerschlüssel verliert, 50 Euro. Lief soweit ganz gut. Außer, dass am ersten Tag direkt jemand von unserem Haus den Zimmerschlüssel verloren hat. Wahrscheinlich am Strand, beim Fußballspielen oder sonst was. Und dann sind wir da 4, 5 Mal lang gelaufen und das Schöne ist, ich bin ja nicht so sportlich, aber ich habe mir dann mal mit einem kleinen Trupp
erkundet, wie weit es geht, bis Einkaufsläden kommen. Und bin davor schon gelaufen und diesen Weg hin und zurück. Und dann bin ich wieder bei uns angekommen und dann kamen so meine Zimmermates auf mich zu. Ja, der und der hat den Schlüssel verloren, ne? Oh Mann. Und dann konnte ich erstmal nicht ins Zimmer rein, da hatte ich nichts zu trinken. Er hat mir eine nette Person eine Flasche Wasser geliehen. Wir haben Glas. Was wollte ich mit Glas machen? Fläschchen. Oh. Gut, dass ich da jetzt drauf komme. Geht das so? Ja, schlag mich nicht, falls das falsch ist. Ich habe gerade keine Ahnung, wie man Fläschchen macht. Wieso weiß ich das nicht? Okay. Die Rezeptur schaue ich mir nochmal irgendwann an. Jedenfalls erstmal Schlüssel verloren und dann nach dem Laufen nochmal laufen. Und na, es sollte ja sogar eine Sportfahrt sein. Ich glaube, das Ziel habe ich erfüllt. Also so viel Sport habe ich dieses Jahr noch nicht gemacht, als in der Woche. Ach Mann, wir könnten jetzt noch irgendwas Sinnvolles tun in diesem Part. Ich glaube, der wird sowieso etwas länger gehen. Aber, naja, und ich habe... Wieso habe ich in letzter Zeit hier immer konstant 20 FPS? Das ist nicht so doll. Wir könnten irgendwas Produktives machen, wir könnten es aber auch sein lassen. Ich könnte eigentlich noch mehr davon gebrauchen. Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt. Wir haben zwar nicht ein Dia mehr, aber wir gehen jetzt mal runter und suchen nach etwas sehr Tollem. Denn ich habe einen Plan und den habe ich tatsächlich heute auf der Feier von einem. Wie vieljährigen bekommen? Ich weiß nicht, 12 oder so? 12 oder 13-jährigen. Und der hat mich auf eine Idee gebracht, etwas, was ich wirklich umsetzen würde. Und deshalb brauchen wir jetzt etwas Obsidian. Und wenn ich auf Obsidian stoße, dann freue ich mich. Habe ich noch mehr Spitzhacken? Nein, habe ich nicht. Ja, ich gehe unvorbereitet in alles gerade hinein. Aber auf jeden Fall weiter zur Fahrt. Der erste Tag, das war dann halt sonst alles noch soweit okay. Dann sind wir in das Zimmer auch reingekommen. Haben erstmal, obwohl es eine Etage höher gelegen war, also. Die Zimmer waren alle richtig nah aneinander dran. Trotzdem hat man die Leute nicht so wirklich genau gehört, außer wahrscheinlich hat man unsere Musik gehört, denn ich musste mal wieder mit jemandem auf ein Zimmer, der Tech mag und auch gerne Musik laut mag. Und wieso habe ich das Gold hier gelassen? Und das hat man bestimmt durch die Wände gehört. Aber egal. Ich habe eigentlich auch immer meine Musik gehört und bin damit relativ gut durchgekommen, vor allen Dingen auch relativ gut Leute vermieden. Auf dieser Fahrt hätte man ja auch eigentlich mit Leuten unter anderem zusammenkommen, also hätte man so ein bisschen quatschen können und die Chance gewinnen können, sich mit den Leuten besser zu verstehen. Cool? Fragezeichen. Nicht cool, nicht cool. Wir sterben. Was? 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 Ich habe Angst. Okay, ich habe Angst. Oh, cool. Und ich bin ja mit meiner Schwester und ihrem Freund früher nach Hause gefahren. Und jetzt kriege ich auch noch mit, dass mein Vater und meine Mutter jetzt auch wieder da sind. Na toll. Und da der nebenan ist, könnte es sein, dass vielleicht gleich noch irgendwas kommt. Aber ich hoffe mal nicht. Okay, gut. Wir haben überlebt. Wow. Danke. Danke, Spiel. Sehr nett. Achso, ich habe kein Schwert. Ja, das macht Sinn. Ach man, ich weiß nicht mal mehr, wo ich war. Komm mal her. Ja. Ah, Two-Shot. Oh, Two-Hit. Mit einer Eisenaxt. Das muss man sich merken. Halt. So. Nehmen wir mal ruhig wieder ein bisschen Eisen mit. Ach man, was ein Mist hier gerade. Okay. Aber hier ist Obsidian. Genau, das wollte ich doch. Gut, wir brauchen ein bisschen Obsidian. Dann wäre ich schon happy. Jedenfalls, genau. Sind wir reingekommen in das Zimmer erstmal. Und haben, obwohl es in der oberen Etage war, zwei, drei Ameisen gefunden. Die wir dann einfach weggemacht haben. Und hatten uns da nicht weiter drum gekümmert. Wir waren zu viert auf einem Zimmer mit
Ich habe gar keine Maße, aber es ist auf jeden Fall so groß wie mein Zimmer. In etwa. Nee. Nee, mein Zimmer ist größer. Also kleiner als mein Zimmer. Ich habe keine Ahnung, wie groß das ist. 3 Quadratmeter. 3 Quadratmeter heißt also 3 mal 3, ne? Aber was ist denn 1 Meter? Gehen wir mal von 4 bis 5 aus. Also mein Zimmer. Und das ein bisschen kleiner. Tut mir leid, ich habe absolut keine Ahnung von Maßen. Aber stellt euch ein normal großes Zimmer vor. Ja. Da dann erstmal mit 4 Mann drauf. Und wir haben sogar noch verhältnismäßig großes Zimmer gehabt. Also die Leute, die zu uns gekommen sind, haben gemeint, boah, habt ihr viel Platz? Ah, naja. Jedenfalls diese Ameisen weggemacht, dann rausgegangen. Die restlichen Tage auch mehr oder minder fein gehabt. Aber jedenfalls zu Tag 2 hin haben wir gemerkt, es kommen immer und immer wieder Ameisen. Und dann sind wir zu dieser Rezeptionistin gegangen und die schienen davon schon gewusst zu haben. Aber da das Personal dort eh nicht so ganz nett war, meinte sie nur, ja, wir sollten unser Essen wegpacken. Jede Kleinigkeit an Essen würde die anlocken und wir hatten eigentlich gar nicht wirklich was liegen. Und also ich habe auf jeden Fall, ich war am zweiten Tag schon wieder abholbereit, weil ich meinen Koffer wieder komplett eingepackt habe und ich habe wirklich mich die restlichen Tage nur aus meinem Koffer heraus bedient. So. Halt. Musste. Okay, gut. Und es war eigentlich nicht so ganz toll. Aber nachdem wir alles einmal eingeräumt hatten und sie so ein Ameisenspray da überall mal lang gesprüht hatte, ging es eigentlich. Und vor allen Dingen hier in diese Bodenleisten, die man so an die Seiten dran tut, um die Verbindung zwischen Teppich und Wand unkenntlich zu machen. Ah, das reicht doch schon. Cool. Da habe ich mich gerade gewundert. Das sieht man immer mal wieder aus den Augenwinkeln. Jedenfalls das Zeug einmal hingemacht und dann, genau, in diesen Bodenleisten, da waren so drei, viermal kleine Schnittstellen oder auch ein Heizungsrohr so durchgehend. Halt so eine typische Jugenddorfqualität, nur halt noch schlechter. Und dann habe ich in diese Löchlein, egal ob die irgendwie frei zugänglich waren, ob es da noch weiter ging, habe ich einfach kleine Taschentücher Knöllchen reingemacht. Und danach die Tage kamen wirklich keine mehr. Und wenn dann nur ein, zwei vorne bei der Haustür rein. Und man könnte erst denken, sie kommen zur Haustür rein, weil da drunter halt noch so ein bisschen Platz ist. Aber das war halt nicht. Das war auch weiter oben und da sind die nicht dran hochgelaufen. Das hat man gesehen. Und das war halt das Doofe, dass die Leute es nicht hingekriegt haben. Und das war ja in allen Zimmern so. Das war nicht unser Zimmer. Das war überall. Vor allen Dingen bei den Mädchen war es etwas schlimmer, aber die hatten ja auch ihr Fresschen überall rumliegen, als ich da mal nachgeschaut hatte. Auf jeden Fall, das geht eigentlich nicht und besucht niemals das Jugenddorf wie du. Das müsst ihr nicht. Ich glaube, ich würde dann erstmal auch eine negative Rezension vorfessen. Nee, halt, nicht Rezension. Oder doch? Keine Ahnung. So ein Wort halt. Rezeption ist es auf jeden Fall nicht. Ach genau, stimmt, stimmt. Jetzt möchte ich mal kurz was testen. Und zwar müsste das eigentlich funktionieren. Feuerzeug habe ich sogar mit. Cool. Stimmt, weil wir ja den Erfolg machen wollten, obwohl ich den schon hatte. Jedenfalls, das war halt echt nicht okay, dass die da überall reinkommen konnten und dass diese Typis das nicht geschafft haben, das alles zuzumachen. Aber es ging danach dann bei uns. Es war vollkommen okay und da war ich happy. Und ich habe mich auch so ein bisschen cool gefühlt, weil ich in dem Glauben gelebt habe, dass ich daran den Verdienst habe, dass die nicht mehr gekommen sind, weil sie anscheinend wirklich an unsere Bettlagen gemacht haben. Das Doofe ist ja auch, unsere Betten lagen auf dem Boden. Die hatten ja nicht mal irgendwie so Stelzen nach oben hinweg, sondern die lagen einfach wie in so einem sargartigen Kasten auf dem Boden. Und ich habe auch immer da drin gespitzt und vor allen Dingen diese Qualität. Ich habe ja lange Haare, die ich krass pflege. Und ich habe einfach so um die 300, 400 Haare verloren. Immer in meinem Kamm alles drin voll gewesen. Weil dort einfach die Qualitäten nicht so schön waren. Und dass alles, dieser Komfort, mir nicht gut getan hat. Und hier jetzt, hier wirklich beim Duschen, war jetzt alles wieder okay. Und vor allen Dingen meine Haare durchzukämmen danach, war auch immer eine Qual. Aber hier geht es einfach wieder. Das heißt, es muss wirklich dort einfach eine schlechtere, weiß ich nicht, Wasserqualität gewesen sein oder Luftqualität.
So halt, wir sind jetzt eigentlich auch schon ein bisschen zu weit weg. Ich würde erstmal austesten. Einfach Portale. Hier in etwas kleineren Abständen. Wo ist das andere? Da unten. Wo war's? Wo war ich? Hä? Da unten, glaube. Ah ja, halt. Sieht man das da nicht schon? Egal. Wir platzieren jetzt mal noch eins hier oben. Und gucken dann, ob wir nicht viel weiter weg in unserer Welt wieder rauskommen. Weil das müsste doch eigentlich so sein, ne? So, wie breit ist das? 2? Ja. Halt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dann reicht das schon. 10 ist das Minimum, was man braucht. Ja, wie gesagt. Ah ne, halt. Das hatte ich eben kurz angesprochen. Hatte ich das zu Ende geführt? Ich habe mich eigentlich zu jeder Person eher ein bisschen distanziert, also zu einer einzigen hinzu gewöhnt. Ich glaube, die Person würde das hier jetzt gerade nicht sehen. Aber würde sie es sehen, würde sie sich bestimmt freuen. Weil das ist echt so. Vor allen Dingen an einem Abend, genau am letzten Abend waren wir in einer Kneipe. Und so, wir sind extra in eine Kneipe reingelaufen, was beinahe auch gar nicht funktioniert hätte, weil wir die fast nicht gefunden hätten. Und die wollten da Fußball schauen. Ja, das sieht fremd aus. 800 und minus 330. Boah, das ist voll weit weg. Das ist gut. Das ist gut. Scheiße, sollte ich mir das merken? Aber jetzt habe ich Screenshot gespeichert. Wir merken uns das mal anhand jetzt, dass ich ins Video schauen kann. Weil ich habe jetzt gerade keinen Stift parat. Aber wir schauen uns mal um. Auf Wüste. Damit ich endlich mal ein paar Enderperlen farmen kann. Aber das war echt eine gute Idee. Was, ich kann die One-Shotten? Okay, es laggt. Was? Ach, und die ist jetzt immer noch nicht tot. Okay, gut. Ja, jedenfalls, und da war ein Spielplatz. Nebenan, also bei dieser Kneipe, und wir haben jetzt sowieso draußen gesessen, so unser kleines Grüppchen, die eigentlich null Interesse am Fußball hatten, obwohl jeder mitgehen musste, weil die Lehrer ja Aufpasspflicht hatten, obwohl sie es uns auch zugetraut hätten, aber wir hätten mitgehen müssen, weil da gäbe es doch immer Trubel. Jedenfalls, dieser Spielplatz, der hatte auch eine Schaukel, die hat zwar gequietscht beim, also beziehungsweise so dieses typisch rostige Knarzen, wenn man geschaukelt hat, aber ich habe da einfach mal so 20, 30 Minuten geschaukelt, habe nebenbei meine Musik im Ohr gehabt. Irgendwann würde ich euch auch mal gerne meine Musik vorstellen, weil die echt cool ist, also in ihrem Genre, für mich jedenfalls, und ich gespannt wäre, wie ihr darauf also wie sie bei euch ankommen würde. Da würde ich vielleicht irgendwann mal so ein paar Links zu YouTube-Videos geben, also das meiste habe ich auch bei YouTube auch finden können, von der Musik, die ich höre. So. Also ich schaue mich hier jetzt einfach mal auf Wüste um, obwohl das hier gerade so aussieht wie so ein Biom, was nicht enden will. Au. Okay, ich bin gefangen. Ah, die Musik setzt ein. Ich glaube, die Folge wird auch generell sowieso länger. Ich habe ja jetzt Zeit hochzuladen. Außer mein Internet ist weiterhin scheiße, dann kann es echt sein, dass es so lange dauern wird. Aber ich denke nicht. Jedenfalls. Ich sage auch oft jedenfalls. Tut mir leid. Tut mir leid, falls euch irgendwas manchmal auffällt, wenn ich irgendein Wort zu häufig sage. Das passiert. Vor allen Dingen um 1 Uhr nachts. Was ich jetzt auch oft genug erwähnt habe. Ja. Genau. Hatte ich halt so 20, 30 Minuten geschaukelt, meiner Musik entspannt. Und mir ist das gar nicht so aufgefallen. Aber mich hatten hin und wieder mal Leute gefragt, ob ich nicht wieder mitkommen soll ins Trüppchen hinein. Also unser Sitztrüppchen. Und da hatte ich eigentlich gesagt, so, nee. Und irgendwann kam halt diese Person, mit der ich vorher in der Schule nicht wirklich viel zu tun hatte, von der ich auch nicht unbedingt gedacht hätte, dass man mit ihr so viel zu tun haben könnte, an und meinte so, ob ich nicht meine tägliche Dosis soziales Umfeld einholen würde, keine Ahnung, sowas in der Art. Und da meinte ich halt auch so, wie bei den anderen, nö. Aber er hatte mich dann halt überredet, mitzukommen. Und bei ihm hatte ich halt auch das erste Mal gemerkt, dass er irgendwie, dass er wollen würde.
dass ich mitkomme. Da dachte ich mal so, ja, okay. Und dann hatte er mir das auch so erzählt, dass die anderen das schon meinten und dass alle dachten, ich wäre voll Depri. Also wäre ich vielleicht auch, weil an dem Abend war mal wieder so eine Stelle, wo ich mir so gedacht habe, dass es eigentlich echt, also dass ich echt so der Mensch bin, der am liebsten nur soziale Kontakte übers Netz pflegen würde, weil im Internet klappt das irgendwie super. Immer wenn ich mich hier mit Leuten unterhalte, kommt das nicht so krass rüber, dieses Desinteresse, oder beziehungsweise kann ich mich viel besser an Themen anpassen und allem. Aber im Real Life rede ich halt gerne mal so meine Themen mit dazwischen. Wie zum Beispiel Elsa Kleins. Ja, genau. Ich habe es doch noch geschafft, am Freitagabend da auch wieder hinzufahren mit meiner Schwester und ihrem Freund, obwohl die nebenbei was anderes gemacht haben. Und hier neben mir liegt jetzt eine Autogrammkarte mit Unterschriften. Und da steht drauf für Jan. Yay. Ich habe auch ein Foto, aber das Foto ist nicht so ganz geil geworden. Aber auf jeden Fall, ich hab's. Woo. Und ich habe den Film also noch ein zweites Mal gesehen. Ach, war wieder schön. Ist echt die beste Community. So 40, 50 Leute, wir haben alle miteinander gelacht. Jedenfalls, ja genau, dieses Thema einbringen und das interessiert ja immer niemanden und dann meinen immer alle, halt du die Klappe. Und, oh Mann, meine Stimme hätte jetzt auch anders kommen können. Wahrscheinlich, weil es 1 Uhr ist. Ach nee. Jetzt, wow, das hat mich, wieso hat das mich rausgebracht? Oh, ein Dorf, cool. Jetzt sagen wir nicht, das ist das Dorf, was wir kennen. Ich könnte auch sprinten. Ich glaube, sprinten wäre für euch interessanter. Aber nö. Ja, das Dorf kennen wir nicht. Schmiede? Wahrscheinlich. Rote Beete. Oh. Die nehmen wir mal mit. Ist ja generell neu. Also, beziehungsweise habe ich bisher auch nur woanders gesehen und selber noch nie erfahren. Ich habe mich halt noch nie den Sachen angenommen, die neu sind. Aber das wollten wir ja eh alles hier in dem Spiel machen. Keine Schmiede? Bitte? Hm. Ne, ich glaub nicht. Okay. Egal. Halt. Wir nehmen trotzdem mal alles mit. Ich hoffe auch irgendwie Kartoffeln oder so. Ne, das hier ist glaube ich nur wieder rote Beete. Jedenfalls, hatte ich halt mit dieser Person auch eher darum gesprochen. Also ich konnte eigentlich relativ gut darüber reden, weil ich halt wieder so eine, ja, tatsächlich vielleicht auch leichte Depri-Phase an diesem Abend hatte, halt wegen. Oh, mein Inventar ist auch voll. Aber wir haben das aufgesammelt. Und das auch. Halt, geh mal raus. Das kann auch weg. Ach, diese Blumen brauche ich jetzt noch nicht. Ich hoffe, hier sind auch irgendwo. Das sind keine Kartoffeln. Ach Mann. Hier? Ja, perfekt. Jetzt haben wir echt alles. Okay. Jetzt haben wir von allem mal irgendwie was. Da konnte ich halt relativ gut mit ihm drüber reden. Und dann sind wir auch auf meine Interessen mal eingegangen. Und er konnte tatsächlich was damit anfangen. Und da haben wir uns halt mit ihm darüber unterhalten. Auch über Play Me a Song. Darüber hatte ich ja mit euch mal in einem anderen Video gesprochen. Also diese Videospielideen, die ich so generell habe, und er hat mir auch Tipps gegeben, beziehungsweise er zeichnet, glaube ich, oft an Comics und er hat auch oft Ideen über Comics und ich hatte ihm halt ein paar Grafiken gezeigt, genau. Da hätte ich noch was fürs Jumpmania Development Team, also für uns, was wir gerade dieses Browser-Game machen, was eigentlich doch schon relativ bald kommen wird, also jetzt nicht so bald, aber wir sind endlich mal besser dabei, was Fortschritte angeht. Und da habe ich eine super Idee zu einem Punkt, bei dem wir aktuell nicht genau wissen, was wir tun sollen, einfach weil er mich darauf gebracht hat. Und das hat uns ja auch unsere Semi-Betreuerin gesagt, wenn wir über etwas schreiben oder wenn wir Ideen haben, sollen wir auch mal anderen diese vorstellen, was wir eigentlich auch schon in dem Forum von Jumpmania machen. Aber ihm halt diese Idee gebracht zu haben, er fand die Grafik ziemlich cool, aber er meinte halt, also er hatte eine andere Idee dafür, auf die ich so noch nicht gekommen bin im Denken und die wir generell noch nicht hatten. Und mir gefällt das aktuell gerade auch und er hat da eigentlich so ziemlich professionell gewirkt mit. Und deshalb einfach mal würde ich das so fragen, ob wir das so machen können. Und eigentlich, es war richtig cool, sich mit ihm darüber zu unterhalten. Und ich weiß ja auch, dass er relativ gut zeichnen kann, weil ich auch mal, glaube, Zeichnungen von ihm gesehen habe, die
die Leute bei sich in der Klasse an Wände gehangen hatten. Also halt mit Pinnnadeln und so. Und das war halt richtig cool, weil wir uns den Abend darüber unterhalten hatten. Und er ist sonst eigentlich in seiner Clique mit seinen Jungs unterwegs, aber dann ist er mal mit mir mitgelaufen und wir hatten so ein bisschen getalkt. Und dann kamen noch ein, zwei dazu und dann hatten wir uns generell in so einem kleineren Grüppchen darüber unterhalten. Und das war echt schön und keine Ahnung. Es war halt eine Person, mit der ich sonst nicht so viel zu tun hatte, über die ich mir sonst auch nicht wirklich Gedanken gemacht habe. Aber jetzt finde ich das eigentlich, also ich finde ihn von der Einstellung her jetzt echt schon irgendwie cool. Und trotzdem habe ich mich dann von allen anderen, mit denen ich sonst so zu tun habe, eigentlich eher differenziert. Naja, seltsame Klassenfahrt, wo auch irgendwie das Essen, das einzige Essen, was mal irgendwie gut wirkte, waren die Pommes. Und nachdem war die Hälfte von uns schlecht, obwohl sie gut geschmeckt haben. Ach man, wie gesagt, das Jugenddorf an sich war scheiße. Die Attraktionen gingen, also wir hatten einmal, was haben wir denn alles gemacht? Ich weiß gerade den ersten Tag nicht mehr. Also den Ankunftstag war nichts, aber der Tag danach, was waren da nochmal? Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde dieses Video sowieso noch einigen Leuten vorstellen, die dort waren. Auf jeden Fall möchte ich vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, warum es eine Abschussfahrt anstatt eine Abschlussfahrt war. Also Abschluss klingt aber irgendwie so wie Ende. Also ist erst 11. Klasse, nicht 12. Und die haben alle getrunken. Es hieß kein Alkohol, es hieß keine Waffen mitnehmen. Es hatte irgendwie jeder sein Taschenmesser dabei. Und die haben nicht so schlecht mit den Dingern angegeben. Und Alkohol war halt so eine Sache, die irgendwie niemand beachtet hat. Und vor allen Dingen hatten wir auch so einen blauen Korb, in dem man seine Flaschen reintun konnte. Und also der war auf diesem Platz drauf mit. Und den hätten die dann abgeholt. Und der war einfach am Ende voll mit Bierflaschen. Das hat ja gut geklappt. Und jedenfalls, ich habe jetzt auch einige neue Trinkspiele kennengelernt. Ich habe mich auch mal einen Abend mit angenommen, bis 3 Uhr am Strand zu bleiben. Und also der Strand war wirklich eine Minute Fußweg entfernt. Da ist man häufig mal hingegangen und hat sich irgendwie umgeschaut. Sind in dieser Welt Wüsten vorhanden? Okay. Jedenfalls, jetzt kenne ich einige neue Trinkspiele, die auch relativ lustig waren. Das kann man bestimmt auch mit Wasser machen. Genau, ich hatte mir einmal einen alkoholfreien Jive geholt. Yay. Was ist das? Wow. Okay, gut. Stimmt, es gibt auch bestimmt neue Biome, die wir noch nicht gesehen hatten, oder? Jedenfalls, dieses ganze Alkoholzeugs, das hat eigentlich die Klassenfahrt bestimmt. Unsere Lehrer waren froh, also sie wollten es zwar auch nicht, aber sie meinten, wir sollen uns anständig benehmen und dann ginge das schon klar. Hallo Dorf. Und ja, sie waren auch froh, dass auf der Rückfahrt keiner im Bus kotzen musste. Das haben sie geschafft. Und auf der Rückfahrt des Busses haben, auf der Rückfahrt haben einfach 90% geschlafen. Ich eigentlich auch. Und wie gesagt, immer nebenbei Musik auf den Ohren gehabt. Meine Musik ist echt cool. Ich komme mit diesen ca. 30 Liedern echt gut aus. Und die halten auch diesmal richtig lange. Also, ich bin bisher noch von keinem abgeneigt, wenn so 70% davon auch instrumental sind, also dass keiner singt. Die gefallen mir schon. Ah ja. Das 1.10 Update hat auch gesagt, diese Wege hier sollen besser verlegt worden sein. Ich hoffe es doch. Okay, gut. Dann gehen wir weiter und sehen einfach nichts. Und es wird Nacht, juhu. Ah, vielleicht treffen wir jetzt Enderman. Das ist halt echt, also das ist das, was ich eigentlich gerne aktuell nur erreichen würde in unserem Projekt hier, aber das geht so schleichend voran ohne eine Wüste, dass es schon echt traurig ist. Wir kennen doch bei uns im Nether die Koordinaten, beziehungsweise ich kann sie jederzeit in alten Videos nachschauen. Wie wär's denn, wenn ich mir eine Wüste suche, dann ein Portal baue und dann vom Nether aus einfach. Es wäre, glaube, besser. Ja. Worüber kann ich denn jetzt noch reden? Also, wie gesagt, genau. Wenn wir unsere Zimmer nicht sauber gemacht hätten, hätten wir nochmal alle 2 Euro zahlen müssen. Ach ja, unser Mate, der den Schlüssel vermasselt hat, der Lehrer hat's bezahlt und
hat ihm jetzt so ein Papier mitgegeben. Also er versucht das über irgendeine Kasse laufen zu lassen, ob das nicht bezahlt werden kann. Also dass er nichts zahlen muss, so eine Versicherung halt. Und hätten wir unsere Zimmer nicht sauber hinterlassen, obwohl eigentlich die Nachreinigung, glaube ich, mit inbegriffen war, obwohl wir scherzhaft gemeint hätten, die Nachreinigung wäre dann wahrscheinlich, dass die einmal mit dem Lappen über den Tisch wischen. Obwohl sich sogar bei einem aufgeregt wurde. Ich glaube, die Mädchen hatten den Tisch nass abgewischt oder hätten sich die Leute aufgeregt, dass der Tisch denn jetzt nass sei. Jedenfalls, da hätte man 2 Euro zahlen müssen, wenn das nicht sauber hinterlassen worden wäre. Und einige wollten es eigentlich mit Absicht dreckig lassen, haben sich so gedacht, die 2 Euro sind doch scheißegal. Aber ich habe eigentlich erst so erwartet, dass fast jeder 2 Euro zahlen muss, weil die so Geldgeldern sind, dass die einfach nur Geld wollen und sagen, ja, also das finden wir nicht sauber genug. Aber man sollte es so hinterlassen, wie man es vorgefunden hat. Und da meinte ich eigentlich so, ja, da müssten wir eigentlich losgehen und müssten noch ein paar Ameisen einfangen und die wieder da reintun, weil am Anfang, noch bevor uns, ja, sie meinte ja auch, also die Rezeptionistin, mit der wir eigentlich teils immer nur gesprochen hatten, sie meinte ja, das würde durch unsere Süßigkeitenpapier kommen. Seltsam, dass schon welche drin waren, als wir reingegangen sind, das erste Mal in das Zimmer. Tja. Ich weiß nicht, habe ich grob alles abgehandelt? Ja, genau. Bo-Spam, Bo-Spam. Ich merke das schon. Genau dieses, ich merke das schon, sage ich jetzt auch irgendwie richtig oft. Naja. Keine Ahnung, jedenfalls für mich war die Klassenfahrt etwas, was ich nicht unbedingt wieder brauche. Vor allen Dingen, das hatte ich euch doch auch erzählt, dass ich im Freien geschlafen hatte bei jemandem bei Übernachtungsfeier. Und da habe ich doch gemeint, dass ich die nächsten 10 Jahre sowas nicht mehr machen würde. Mit den Ameisen war es quasi, als würden wir im Freien schlafen. Und da hatte ich wieder so ein Scheißgefühl. Aber naja. Also, von den Menschen her ging die Fahrt eigentlich, von den Erlebnissen, hier Kanufahren und Surfen habe ich nicht mitgemacht, da habe ich stattdessen eine Pizza Hawaii im Restaurant gegessen, weil ich nicht nochmal einen Tag nass werden wollte und auch keine Wechselklamotten mehr hatte, weil ich davor schon nass gemacht worden bin. Also Mobbing habe ich eigentlich in den Griff bekommen. Aber ein, zwei Nobs und kleine Kinder, die sich im Wasser beim Kanu fahren oder paddeln nicht benehmen konnten, mussten einen natürlich trotzdem mit dem Paddeln ins Wasser reinplatschend nass machen. Also andere haben es auch überlebt, trocken rauszukommen. Das heißt, es lag definitiv nicht an uns, weil wir immer in so Dreiergrüppchen im Boot gefahren sind oder im Kajak. Ja. Tja, da habe ich dann das nächste Mal einfach nicht mehr mitgemacht, habe dafür draußen gechillt und lecker gegessen. Was wir ja dort nicht hatten, also in dem Jugenddorf an sich. Aber okay, Insel Rügen an sich ist eigentlich ein cooler Ort. Aber das Jugenddorf nicht. Ihr findet dort, wenn ihr da mal hin wollt, bestimmt eine gute Ferienwohnung. Wenn ihr einfach auf den Spuren des Laserstormel Peace sein wollt, dann bucht doch mal das Haus Prege. Nehmt das Zimmer, also wenn ihr mit der, also Haus Prege, das Teil, und dann geht ihr die Treppe hoch, geht in das linke Haus rein, und dort ist geradeaus gesehen, also da gibt es dann, wenn ihr reinkommt, 3 Türen links, geradeaus und rechts. Wenn ihr geradeaus reingeht, ist das Bad, das solltet ihr nicht buchen. Und nehmt dann links. Und da sind 4. Wow, der wurde gerade geboostet von jemandem. Nehmt dann auf der linken Seite das und da sind 4 Betten drin. Und dann, wenn ihr in das Zimmer reinkommt, das links in der Ecke. Also nach weit links in die Ecke hinein. Also wenn ich jetzt so schaue, ich komme jetzt zur Tür rein und dahin. Und dann liegt ihr auf dem Bett, auf dem eins der große Laserstormel Peace mit den 10.000 Aufrufen und den 111 Subs stand. Denn wie viel ist das heute? Wieso schaue ich auf die Uhr, die mir nur die Zeit sagt? Keine Ahnung. Stand heute halt. Dann habt ihr es erreicht. Ah, oh Mann. Ja, ich glaube, das war's eigentlich. Jetzt habt ihr auch eine etwas längere Folge. Ich hoffe, damit seid ihr d'accord, was Französisch für einverstanden ist. Und auch wenn ich die französische Sprache nicht mag, dieses d'accord finde ich ganz cool. Jedenfalls, dann würde ich sagen, wir haben Sand gefunden. Wir haben keine Wüste gefunden, aber Sand. Ein Erlebnis. Soll ich mal offline eine Wüste suchen? Soll ich das bringen? Friends? Ich
Ich weiß nicht, es ist halt aktuell mein einziges Ziel und ich weiß nicht, ob ihr sehen wollt, wie ich durch die Wildnis renne und nebenbei rede. Wie gesagt, das Projekt ist primär fürs Sachen ansprechen. Und ich finde, das habe ich diesen Part doch relativ gut hingekriegt für. Wie lange nehmen wir auf? 35 Minuten. Yay. Cool. Naja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bin ich happy. Also, wenn euch gefallen hat, wie ich rumlaufe und über irgend so ein Zeug rede, dann ist das doch toll. Ah, ich dachte, hier wäre direkt Schluss. Das sieht so richtig aus, wie so, wenn man zerklüftet eingestellt hätte. Was ist das? Das ist einfach nur so ein länglicher Strich. Okay, wir gehen jetzt noch zu diesem Strich. Und dann beende ich die Folge. Was auch immer das ist. Ah ne, es ist ein nicht fertig generierter Berg. Wir hätten vielleicht eine Waffe nehmen sollen. 9 Angriffsschaden, ja. Meine Hose ist kaputt, stimmt. Aber das stört unseren Freund hier doch bestimmt nicht, oder? Enderperle! Oh, wir haben diese Folge was erreicht. Juhu. Alles ist schön. Okay. Cool, Leute. Gut. Wir haben diesen Part noch was erreicht. Jetzt bin ich happy. Jetzt müssen wir nur noch sterben. Und an diesen Ort werde ich niemals zurückkommen. Stimmt. Wir müssen jetzt safe spielen. Wie wär's mit was zu essen? Gut, aber da ich gesagt habe, ich möchte an diesen Pinöppel. Und dieser Pinöppel ist jetzt am Berg. Gehen wir jetzt an diesen Berg. Und dann beenden wir diese Folge und freuen uns für unser Leben. Auch wenn ich vor 3 Minuten eigentlich schon gesagt habe, danke fürs Zusehen. Dann sage ich das jetzt auch nochmal, nachdem ich mich eingebuddelt habe. Bin gespannt, ob sich irgendjemand aus der Schule das ansehen wird. Also einfach mal im WhatsApp die Leute nerven, die mich eh schon dafür hassen, dass ich immer irgendwas reinschreibe. Tut mir leid, Leute. Aber solange euch das gefällt, also jeder, der jetzt hier ist, und nicht durch mich hier ist, sondern durch sich selbst, wird sowieso Spaß gehabt haben, denke ich. Vor allen Dingen, wenn er jetzt noch dran ist. Und deshalb danke fürs 30 Minuten dranbleiben und mir zuhören. Ich hoffe, es hat euch bereichert. Und ja, ich hatte auf jeden Fall 5 Tage lang Spaß, nüchtern Leuten dabei zuzusehen, wie sie alkoholisch dämliche Dinge tun. Vor allen Dingen eine Nacht um 2 Uhr. 2 von meinen 4 Leuten, also ich bin einer von den 4, auf dem Zimmer drauf. Erstmal die ganze Zeit nur am Kichern und meinen, man würde die Wand heute Abend noch durchbrechen können. Das war auch so richtig geil. Der eine von den beiden hat immer gemeint, die Wand kriege ich heute Abend noch durch. Ich wusste zwar nicht, warum er die durchkriegen will, aber auf jeden Fall, weil die hohl war und da habe ich mal gegengeklopft und habe gemerkt, ja, die ist hohl, ja, hast recht. Aber er meint auf jeden Fall die ganze Zeit, die kriege ich noch durch. Ah, Mann. Gut. Habe ich meine Leute. Ja. Man sollte mehr über sich kennenlernen. Ich weiß jetzt, wie die Leute drauf sind, wenn sie alkoholisiert sind. Obwohl, das schaffen ja sogar 1, 2 aus unserem Jahrgang manchmal in der Schule. Aber okay. Gut. Sonst, es sind eigentlich, also, wir haben uns doch relativ gescheit verhalten auf dieser Fahrt generell. Abgesehen von diesem Alkoholkonsum ist unser Jahrgang, also, die Menschen wissen eigentlich, wie man umgehen muss in der sozialen Gesellschaft. Und man hat sich nicht komplett blamiert, aber ja, es ging. Die Fahrt war ganz in Ordnung. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt können wir wieder Videos machen. Ich hoffe, euch hat der vorproduzierte Content gefallen, dass er nicht zu vorproduziert wirkte und dass alles soweit gut für euch war. Ich freue mich, wenn ich jetzt wieder Ori spielen kann. Weil wir bald wieder zum Ende von Ori kommen und Ori wird cool. Und wieso rede ich hier immer noch? Das Video wird viel zu groß. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.